Hey, schön, dass du da bist. Willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich bin Cora und ich habe heute einen sehr schönen 50 Minuten Vinyasa Flow für dich. Wir arbeiten besonders daran, die Schultern und die Wirbelsäule zu mobilisieren, Core-Kraft aufzubauen und durch Twists die Bandscheiben und die einzelnen Wirbel voneinander zu lösen. Wir haben viele Wiederholungen. Es ist eine Art Ladder Flow, wo wir immer wieder etwas Neues mit einbauen und aufbauen, aber es ist auch recht repetitiv. Das heißt, wir haben viele Bewegungen, die mehrfach kommen. Das heißt, selbst wenn sie beim ersten Durchlauf nicht so gut klappen, klappen sie beim zweiten bestimmt. Du brauchst eventuell ein oder idealerweise zwei Klötze, wenn du sie hast. Wenn nicht, geht ja auch ein dickeres Buch. Der Flow ist an sich in Wellen aufgebaut. Das heißt, wir haben immer so kleine Peaks, wo es ein bisschen anstrengender ist und dann wieder Momente, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo du kurz verschnaufen kannst, um deinen Atem wieder zu finden. Bitte achte hierbei unbedingt darauf, wie du dich fühlst, wie sich dein Körper fühlt. Hör in dich hinein, wie du dich heute fühlst. Nicht jeder Tag ist gleich. Und die Hauptsache ist, dass du dich hier gut fühlst und dass du mit einem guten Gefühl von der Matte gehst. Dieser Flow ist schon etwas mehr für Fortgeschrittene gedacht. Das heißt, wenn du noch nicht alles kannst, ist das auch gar nicht schlimm. Vielleicht klappt es dann beim zweiten Mal schon ein bisschen besser. Gerade die Kraft in den Armen und in der Bauchmuskulatur und im Rücken ist hier gefragt. Das heißt, es braucht auch ein bisschen Zeit, um sich aufzubauen. Wie du sehen kannst, habe ich auch kein Sixpack. Ich habe ein kleines Flauschi-Bäuchlein. Das möchte ich auch gerne behalten. Deswegen bitte beurteile deine Fitness nicht daran, ob du ein Sixpack hast oder nicht. Wir sind Frauen, wir dürfen weich sein. Das ganz am Rande. So, und wenn du soweit bist, dann schnapp dir deine Matte und ein Wasser und lass uns beginnen. Beginne im Fersensitz auf deiner Matte. Und nimm dir einen Moment Zeit, um ganz anzukommen. Lass alles hinter dir, was deinen Tag bis jetzt bestimmt hat. Lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Und nimm alles um dich herum wahr, wie es jetzt gerade ist. Mach erstmal ein paar große Kreise mit deinem Kopf, erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Sehr schön, und dann komm wieder zurück zur Mitte und greif einmal deine Ellenbogen über deinem Kopf. Wenn das nicht geht, greif deine Unterarme und mach hier erstmal ein paar große Kreise mit deiner Wirbelsäule. Achte darauf, nicht nur nach vorne zu gehen, sondern auch nach hinten, so weit wie möglich. Und spür dabei, wie die Muskeln in deinem Rücken aktiv mitarbeiten und dein Gleichgewicht halten. Kreise auch noch einmal die andere Richtung hier.
sehr schön. Komm wieder zurück zur Mitte. Und wander einmal vor auf deiner Matte in deinen Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Komm im eigenen Atemrhythmus in deinen Kuhkatzewechsel. Ausatmen, wölbe deinen Rücken ganz weit nach oben. Und einatmen, streck dich durch. Noch ein paar Mal so. Super, dann komm wieder zurück zur Mitte und strecke mal dein rechtes Bein gerade nach hinten raus. Setz deine Zehenspitzen ab und strecke mal deine Ferse aus. Super, komm wieder zurück und bring einmal hinten dein Bein über Kreuz nach links. Und mit deinem Einatmen mach einen großen Bogen nach vorne rüber auf die rechte Seite. Ausatmen, wieder zurück. Noch viermal so, einatmen nach vorne. Aus, zurück. Einatmen vor. Und aus, zurück. Noch zweimal so, einatmen vor, aus, zurück, letztes Mal, einatmen vor und aus, zurück. Super, bleib hinten über Kreuz, komm mit links auf den Ellenbogen und streck deine rechte Hand rüber auf die linke Seite, öffne deinen rechten Rippenbogen ganz weit hier. Super, komm langsam wieder hoch, zurück zur Mitte und streck noch einmal dein rechtes Bein hinten raus und bring es rüber auf die rechte Seite. Setz deinen Fuß dort ab, circa auf Höhe deines Knies. Sehr gut, rechte Hand bleibt unter deinem Gesicht. Einatmen nach oben mit links, ausatmen, fädel dich ein. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, fädel dich ein. Noch dreimal so, einatmen, öffne dich, aus, fädel dich ein, einatmen, ganz weit hoch, ausatmen, runter. Letztes Mal, einatmen, ganz weit nach oben, ausatmen, komm runter, leg deine linke Schulter ab und wenn du magst, steck deinen rechten Arm gerade nach vorne aus. Super, komm langsam wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand. Achtung, rechtes Bein kommt hinten noch einmal hoch. Deine linke Hand dazu nach vorne. Super, und dann greif mit der linken Hand deinen rechten Fuß und mit deinem Ausatmen press fest mit deinem Fuß in die Hand. Öffne hier aktiv deine Schulter und deinen rechten Hüftbeuger. Super, löse dich. Rechtes Bein hinten wieder raus. Komm hinten auf den Boden. Öffne dich in deine seitliche Planke auf der rechten Seite. Anfängervariante, entweder den Fuß vor den rechten Fuß oder auf den rechten Fuß obendrauf. Halte deine Mitte fest. Super, komm zurück in deine Planke. Langsam absinken auf 4, 3, 2, 1. Einatmen, schieb dich hoch, kleine Kobra.
aus, zurück in dein Kind. Bleib hier einen Moment, finde deinen Atem. Super, dann komm langsam wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand. Sehr gut. Und streck einmal dein linkes Bein gerade nach hinten weg. Linken Zehenspitzen kommen auf den Boden. Dehne deine Ferse, deine Wade aus hier. Sehr schön, heb dein linkes Bein wieder an, einmal hinten über Kreuz. Mit dem Einatmen großer Bogen rüber auf die linke Seite und aus, zurück. Einatmen, großer Kreis nach vorne. Aus, zurück. Noch dreimal so, ein und aus. Und ein. Und aus. Letztes Mal großer Kreis nach vorne. Und aus, zurück. Bleib hier, komm mit dem rechten Ellenbogen auf den Boden. Linke Hand zieht rüber auf die rechte Seite. Öffne deinen linken Rippenbogen hier. Super, komm langsam wieder zurück. Linkes Bein geht hinten wieder hoch und kommt einmal rüber auf die linke Seite. Stell deinen Fuß ab. Sehr gut. Linke Hand bleibt unter deinem Gesicht. Einatmen nach oben mit rechts. Ausatmen, fädel dich ein. Einatmen hoch ganz lang. Aus. Noch dreimal so. Atme tief ein. Und aus. Und ein und aus. Letztes Mal ganz tief ein. Ausatmen, komm runter, leg deine rechte Schulter ab und wenn du magst, streck deinen linken Arm gerade nach vorne weg. Super, komm langsam wieder hoch hier und streck dein linkes Bein noch einmal gerade nach hinten raus, rechte Hand dazu nach vorne und entweder du bleibst hier oder wenn du soweit bist, greif mit der rechten Hand deinen linken Fuß und schieb aktiv mit deinem Fuß in deine Hand, öffne deine rechte Schulter und deinen linken Hüftbeuger. Super, komm wieder zurück. Linker Fuß landet hinten und komm in deine seitliche Planke auf der linken Seite. Anfängervariante, rechter Fuß auf dem linken oder davor, so wie du magst. Sehr schön, komm wieder zurück zur Mitte, langsam absinken auf 4, 3, 2, 1, einatmen, schieb dich hoch, weite Kobra und aus, zurück in dein Kind, nimm dir wieder einen Moment Zeit, finde deinen Atem wieder. Wieder zurück zu dir. Und
dann greif die Matte fest mit allen Fingern, schieb dich hoch und zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Lass deine Knie noch ganz weich, mach deinen Rücken ganz lang. Und dann wander mit deinen Fußspitzen nach vorne zu deinen Händen in deine stehende Vorwärtsbeuge. Mach dich einmal ganz weich, Knie weich, Rücken weich, lass dich aushängen. Schwing leicht von links nach rechts. Und dann komm langsam mit einem Einatmen Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr schön. Komm an den Anfang deiner Matte. Atme einmal tief ein über die Seiten. Ausatmen, Falte nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Hände auf die Matte, Step zurück in deine Planke. Langsam absinken auf 4, 3, 2, 1. Einatmen, schieb dich hoch, aufschauender Hund. Aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. 5 tiefe Atemzüge hier. Beuge und strecke abwechselnd deine Beine, wenn du magst. Lauf dich hier ein, beweg dich so, wie sich das jetzt gerade für dich richtig anfühlt. Super, und dann step mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann komm mit einem großen Einatmen über die Seiten. Bring die Daumen zum Herzen, spür deinen Herzschlag. Sehr gut, atme tief ein. Ausatmen, Falte nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Hände auf die Matte, step in deine Planke. Langsam absinken auf 4, 3, 2, 1. Einatmen, schieb dich hoch, aufschauender Hund. Aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. 5 tiefe Atemzüge hier. Dann step nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze. Und komm mit einem großen Einatmen über die Seiten. Hoch zum Stehen, Daumen zum Herzen, spür deinen Herzschlag. Ein letztes Mal atme tief ein und aus. Einatmen, halbe. Ausatmen, ganze. Hände auf die Matte, step zurück in deine Planke. Langsam absinken auf 4, 3, 2, 1. Einatmen, schieb dich hoch, aufschauender Hund. Und aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. Nochmal 5 Atemzüge hier. Und dann step mit deinen Füßen wieder nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, halbe. Ausatmen, ganze. Und mit einem großen Einatmen über die Seiten hoch zum Stehen. Und bring die Daumen zum Herzen. Spür deinen Herzschlag. Atme tief ein. Und aus. Einatmen, halbe. Ausatmen, ganze. Hände auf die Matte, step in deine Planke, langsam absinken. 4, 3, 2, 1. Einatmen, aufschauender Hund. Aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. Heb dein rechtes Bein hinten an.
Einatmen, komm vor an deinen rechten Ellbogen, tipp. Und aus, zurück. Einatmen mit Nasenspitze. Aus, zurück. Einatmen diagonal zum rechten Ellenbogen, halten. Super, streck dein rechtes Bein, öffne dich nach oben, gefallenes Dreieck. Sehr schön. Und dann komm wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Super, bring deine Füße circa hüftbreit auseinander, lass beide Fersen rüberfallen auf die rechte Seite, greif mit der linken Hand ein kleines bisschen weiter nach vorne. Komm zurück zur Mitte, herabschauender Hund, heb dein linkes Bein hinten an, einatmen, komm vor, einen linken Ellenbogen, tipp, aus, zurück. Einatmen mit Nasenspitze, aus, zurück. Einatmen diagonal zum rechten Ellenbogen, bleib hier, streck dein linkes Bein, öffne dich nach oben, gefallenes Dreieck. Super, komm wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Und lass deine Fersen rüberfallen auf die linke Seite, streck die rechte Hand nach vorne. Super, komm wieder zurück zur Mitte. Und lass deine Knie zum Boden absinken, komm in deinen Fersensitz. Nimm dir einen Moment Zeit, um deinen Atem wiederzufinden. Komm wieder bei dir selbst an. Und wenn du soweit bist, komm wieder vor in deinen herabschauenden Hund. Und wander einmal mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Und achte einmal darauf, dass deine Füße und Knie zusammen sind. Super, und setz dich einmal ab in deinen Stuhl. Gewicht ist hinten auf den Fersen, Steiß zeigt nach unten. Super, mit dem Einatmen Kronleuchter, Arme Hohlkreuz. Ausatmen, mach dich gerade. Einatmen, Kronleuchter, Arme. Ausatmen, mach dich gerade. Noch dreimal so, atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Letztes Mal, atme tief ein und aus. Hände finden wieder deine Matte. Und dann step zurück in deinen herabschauenden Hund. Mit dem Einatmen große Welle nach vorne. Aus, zurück. Einatmen große Welle nach vorne. Aus, zurück. Letztes Mal einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Bleib in deinem herabschauenden Hund und bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Linke Ferse zieht aktiv nach hinten. Schaff hier ganz viel Raum in deiner Hüfte. Fingerspitzen bleiben auf der Matte. Brustbein kommt vorne raus. Wenn du magst, feder leicht mit deiner Hüfte hier. Super, und dann dreh dich einmal auf zur Seite, weite Grätsche, Fußspitzen nach innen, Fersen nach außen. Und mit deinem nächsten Ausatmen wander mit deinen Händen nach vorne, wie so ein sehr, sehr weiter herabschauender Hund. Mach deinen Rücken ganz lang, kipp deine Hüfte leicht nach vorne, so als würdest du versuchen, ein Hohlkreuz zu machen. Super, wander wieder zum Anfang deiner Matte in deinen Ausfallschritt.
Sehr gut. Achtung, linke Hand bleibt auf der Matte, möglicherweise mit einem Klotz, wenn du ihn brauchst. Mit dem Einatmen, großer Kreis mit deinem Arm nach oben, vorderes Bein streckt sich aus, zurück. Einatmen, großer Kreis nach oben, vorderes Bein streckt sich aus, wieder zurück. Noch dreimal so, atme ein und aus. Und ein und aus. Letztes Mal tief ein und aus. Achtung, verlagere dein Gewicht rüber auf die linke Seite in deine seitliche Planke. Entweder wieder Anfängervariante oder du stellst dein rechtes Bein an die Innenseite vom linken. Super, komm wieder zurück zur Mitte. Mit dem Ausatmen schieb dich zurück in deinen herabschauenden Hund. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Einatmen, große Welle nach vorne. Bleib hier, stülp deine Zehenspitzen hinten um. Lass deine Hüfte absinken. Einatmen, aufschauender Hund. Aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. Schüttel einmal deinen Kopf aus. Nein, nein, ja, ja. Und dann bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deinen Händen. Rechte Ferse zieht nach hinten. Schaff wieder ganz viel Raum in deiner Hüfte. Brustbein kommt vorne raus. Wenn du magst, feder leicht mit deiner Hüfte hier. Sehr gut. Und dreh dich auch zur Seite. Weite Grätsche. Fußspitzen nach innen, Fersen nach außen. Atme tief ein. Ausatmen. Wander wieder mit deinen Händen nach vorne. Mach dich ganz lang, ganz, ganz weiter herabschauender Hund. Kipp deine Hüfte wieder ein kleines Stückchen nach vorne, so als würdest du ein Hohlkreuz machen wollen. Sehr gut. Komm wieder zurück zum Anfang deiner Matte in deinen Ausfallschritt. Achtung, rechte Hand bleibt auf der Matte oder auf einem Klotz, so wie du möchtest. Mit dem Einatmen großer Kreis nach vorne oben, vorderes Bein streckt sich. Aus, zurück. Einatmen großer Kreis, vorderes Bein streckt sich. Aus, zurück. Noch dreimal so, atme tief ein und aus. Tief ein und aus. Letztes Mal tief ein und aus. Sehr gut. Verlagere dein Gewicht wieder auf deine rechte Seite. Seitliche Planke auf der rechten Seite. Linker Fuß entweder auf dem rechten oder an der Innenseite vom rechten Bein. Sehr gut, komm wieder zurück. Schieb dich wieder in deinen herabschauenden Hund. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Einatmen, große Welle. Aus, zurück. Letztes Mal einatmen, große Welle. Bleib hier, stülp deine Zehenspitzen um. Lass deine Hüfte absinken. Einatmen, aufschauender Hund. Und aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. Und lass deine Knie zum Boden absinken. Komm auf deinen Fersen zum Sitzen. Schließ einen Moment deine Augen. Finde wieder deinen Atem. Komm wieder zurück zu dir selbst.
Und wenn du soweit bist, komm wieder hoch in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut. Und dann heb einmal dein rechtes Bein hinten an. Und bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Linke Ferse zieht wieder aktiv nach hinten. Schaff viel Raum in deiner Hüfte. Sehr gut. Linke Hand bleibt auf der Matte. Und öffne dich einmal nach oben mit rechts. Mit dem Ausatmen streck dich ganz weit nach vorne. Achtung, einatmen, Kronleuchterarm, twiste auf. Ausatmen, streck dich nach vorne. Einatmen, Kronleuchterarm, twiste auf. Noch dreimal so, atme aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Achtung, rechte Hand landet vor dem rechten Fuß, entweder auf dem Klotz oder so. Flieg hoch in deinen Halbmond hier. Achte darauf, dass das hintere Bein aktiv ist, auch wenn es kein Gewicht trägt. Finde einen Moment der Leichtigkeit und der Balance. Sehr schön. Mit deinem nächsten Einatmen nimm dein linkes Bein mit. Komm hoch zum Stehen. Fingerspitzen ziehen nach oben. Linkes Bein ist angewinkelt. Super. Mit dem nächsten Ausatmen falte nach vorne. Linkes Bein geht hinten wieder hoch. Linker Fuß landet. Öffne dich in deine seitliche Planke auf der linken Seite. Entweder Anfängervariante, ein bisschen fortgeschritten oder so wie ich es mache, mit meinem rechten Bein angewinkelt. Sehr schön, komm wieder zurück zur Mitte in deinen herabschauenden Hund. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Letztes Mal, einatmen, große Welle nach vorne. Stülp deine Zehenspitzen um, lass deine Hüfte absinken. Einatmen, aufschauender Hund. Aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut, und dann heb dein linkes Bein hinten an und bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände, rechte Ferse zieht aktiv nach hinten. Sehr gut, rechte Hand bleibt auf der Matte, öffne dich einmal nach oben mit links. Ausatmen, streck dich nach vorne. Einatmen, Kronleuchterarm, twiste auf. Aus, streck dich nach vorne. Einatmen, Kronleuchterarm. Aus, streck dich nach vorne. Einatmen, Kronleuchterarm. Aus, streck dich nach vorne. Einatmen, Kronleuchterarm. Aus, streck dich nach vorne. Letztes Mal, einatmen, Kronleuchterarm. Aus, streck dich nach vorne. Super, linke Hand landet auf der Matte. Flieg hoch in deinen Halbmond hier. Wenn du möchtest, nimm dir einen Klotz unter die linke Hand für dein Gleichgewicht. Finde einen Moment der Stille. Hinteres Bein ist aktiv, auch wenn es kein Gewicht trägt. Sehr gut, Achtung, nimm dein rechtes Bein mit, einatmen, komm hoch zum Stehen, Fingerspitzen ziehen nach oben, dein rechtes Bein ist angewinkelt. Super, ausatmen, falte nach vorne, rechtes Bein geht hinten wieder hoch. Super, rechter Fuß landet und komm hoch in deine seitliche Planke auf der rechten Seite, entweder Anfängervariante etwas fortgeschritten oder so wie ich es mache.
Sehr schön. Komm wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Letztes Mal, einatmen, große Welle nach vorne, stülp deine Zehenspitzen um, lass deine Hüfte absinken, einatmen, aufschauender Hund. Und aus, zurück in deinen herabschauenden Hund. Super, lass noch einmal deine Knie zum Boden absinken, komm hinten auf deinen Fersen zum Sitzen, finde deinen Atem wieder. Schließ einen Moment deine Augen und finde noch einmal zurück zu dir selbst. Und wenn du soweit bist, finde wieder deinen herabschauenden Hund. Sehr gut, heb noch einmal dein rechtes Bein hinten an und öffne deine Hüfte nach rechts. Mach ein paar Kreise mit dem rechten Fuß, sehr gut. Und wenn du magst, lass dich rumziehen in dein Wild Thing. Öffne dein Herz. Sehr schön, komm wieder zurück. Rechtes Bein geht hinten wieder hoch. Und dann bringe mal dein rechtes Knie nach vorne zu deinem rechten Daumen. Leg dein linkes Bein gerade hinten ab. Sehr gut. Achte darauf, dass deine Hüfte frontal ausgerichtet ist zum kurzen Mattenende. Schieb einmal aktiv mit deinen Händen in die Matte Brustbeine raus. Schieb deine Hüften dabei aktiv weiter Richtung Matte. Bleib hier. Sehr gut, und dann schwinge mal dein linkes Bein von hinten rum, greif dein linkes Schienbein mit deinem Arm, schaukel ein paar Mal hier, spür einmal die Mobilität in deiner Hüfte. Sehr gut, und dann greif deinen linken Fuß außen mit der linken Hand und rechts die Innenseite vom linken Fuß. Mit dem Ausatmen zieh dein Knie hinter die Schulter, einatmen, streck die Ferse nach oben. Ausatmen, zurück hinter die Schulter, einatmen, streck deine Ferse nach oben. Noch ein paar Mal so. Versuch deinen Rücken gerade zu halten. Super, komm wieder zurück, schwing dein linkes Bein hinten wieder rum und schieb dich wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Super, letzte Runde, heb dein linkes Bein hinten an, öffne deine Hüfte nach links, mach ein paar Kreise mit dem linken Fuß, wenn du magst. Und wenn du möchtest, lass dich von deinem linken Fuß rumziehen in dein Wild Thing, öffne dein Herz. Sehr schön, komm langsam wieder rum. Heb noch einmal dein linkes Bein hinten an. Und bring dein linkes Knie nach vorne zu deinem linken Daumen. Leg dein rechtes Bein gerade hinten ab. Hüfte ist frontal ausgerichtet. Schieb dich einmal aktiv mit deinen Fingern von der Matte weg. Brustbein kommt vorne raus. Bleib hier. Schieb aktiv mit deiner Hüfte nach unten in die Matte. Deine Kopfkrone zieht weg von deinem Körper. Super, und dann schwing wieder dein rechtes Bein von hinten rum nach vorne. Schaukel ein bisschen deine rechte Wade. Spür einmal deine Hüfte hinein, wie du dich jetzt fühlst. Und dann greif wieder deinen rechten Fuß mit der rechten Hand an der Außenkante, mit der linken Hand an der Innenseite.
Und mit dem Ausatmen zieh dein Knie hinter die Schulter. Einatmen, streck die Ferse zum Himmel. Ausatmen hinter deine Schulter. Einatmen, streck die Ferse zum Himmel. Noch dreimal so. Ausatmen hinter die Schulter. Einatmen, streck die Ferse zum Himmel. Und aus. Und ein. Sehr gut. Aus. Und ein. Und dann komm wieder zurück in einen aufrechten, geraden Sitz. Sehr gut. Stell einmal deine Fingerspitzen vor dir auf. Einatmen, Brust raus, Schulterblätter runter. Ausatmen, wander langsam nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Dann bleib hier und schwing leicht von links nach rechts. Oder wenn du sehr beweglich bist, leg dich ganz nach unten ab. Sehr schön, komm langsam wieder hoch und wechsel einmal deine Beine, dass der andere Fuß vorne liegt. Und einmal noch einatmen, Brust raus, Schulterblätter runter. Ausatmen, wander wieder nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Oder wenn du magst, leg dich ganz nach unten ab. Sehr schön, komm langsam wieder hoch. Mach vielleicht ein paar kleine Bewegungen mit deiner Wirbelsäule und löse jede Anspannung aus deinem Körper. Wenn du magst, schließ deine Augen oder lass deinen Blick ganz weich werden. Leg deine Hände mit den Handflächen nach oben, um Energie aufzunehmen, oder mit Handflächen nach unten, um dich zu erden, auf deine Knie. Dann lass deinen Atem wieder ganz entspannt fließen, ganz ungezwungen. Spür deinen Körper und spür die Energie in deinem Körper, die du freigesetzt hast. Vielleicht bist du ganz warm. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzzentrum. Und stell dir vor, wie mit jedem Einatmen die Energie in deinem Herzen größer wird. Mit jedem Ausatmen lässt du etwas mehr los, was du jetzt nicht brauchst. Mit jedem Einatmen wird deine Energie größer und die Wärme in deinem Herzen nimmt immer mehr zu. Bitte nimm dir einen kleinen Moment Zeit hier, um die Liebe in deinem Herzen zu spüren, die Liebe für dich selbst. Die Liebe für dein Leben. Wir suchen immer im Äußeren nach Liebe und dabei tragen wir so viel in uns. Und du bist die Quelle von allem und du trägst es in dir. Thank you.
Und dann bring deine Hände ins Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.